Hallo! Willkommen zurück bei Spookys House of Jumpscares. Und wir sind ziemlich dicht und nah an der 1000 dran. Vielleicht sogar letzte Part. Vielleicht schon der letzte Part, je nachdem, was sie sich zum Ende jetzt nochmal einfallen lassen. Ja, ich glaube, wir sollten uns langsam bewegen, oder? Das machen wir mal. Genau, ja. Wir gehen einfach mal weiter, straight up ahead. In der letzten Folge die Ariel überlebt und den Wal. Oh, oh, ist jetzt Ariel? Ja, lass mal Ariel angucken. Das ist nenne ich die Ariel. Ich finde das immer geil, du gibst immer allen Sachen schöne Namen. Ja. Wie dein PC. Ja, der gute Manfred. Okay, 194. Mit Ertrinken. Ist das Vieh auf jeden Fall. Dwelling creature believed to be lost soul who died tragically during the deluge. Proved extremely effective against subjects that could not swim or fell for the speed simulator. Oh, okay, da war die gute. Ja, die sah aber jetzt ganz nett aus, muss ich ja sagen. Ach, er, den man nicht sieht. Hä? Ein Old Victorian Mansion. Das ist eine Spezies? Ja, auf jeden Fall. Warte mal. Da stand aber was zum... Da war irgendeine Tragedy-Massaker. Ja, das ist das Vieh. Ja, das will ich mir nochmal kurz durchlesen mit der Menschen. An old Victorian mansion that seems to build itself around its environment. The specimen sometimes chooses a host to possess and uses them to attack the subject with various means depending on the host's characteristics. Not much is known about the origin of the mansion, but signs occasionally show an earlier massacre or tragedy has taken place within the mansion. Proved very affected, but varies itself too often to be a reliable method of extraction. Wisst ihr, was das eine Anlehnung ist? Das verstehe ich jetzt erst. Das ist Stephen King's Shining. Auf jeden Fall könnte... Ja, where are you? Johnny! Obwohl, im sagt er nicht im Original, sagt er Johnny. Im Deutschen sagt er was anderes, ne? In der Übersetzung. Das war da irgendwie so. Auf jeden Fall, ja. Ja, also das ist mir schon öfter mal aufgefallen, dass vermutlich bestimmte Sachen schon angelehnt sind an irgendwas. Ja, ich denke auch. Und ich glaube, bei Shining kann man da ohne falsch machen. Ach, schön. Gleich wieder eine Vieh denken, also an den Wurm. Wobei ja letzte Mal echt Glück hatten. Ja, absolut. Der war diesmal nicht so eklig. Guck gleich nochmal, ich will halt immer gucken, wie der... Ja, auf mit dem... In dem Layout. So, weiter jetzt. 931. Wow. Bin echt so gespannt, ja, ey, was uns jetzt noch erwartet. Oh. Ach, die Scheiße wieder. Ja, links, geradeaus. Links. Oh! Na. Links, geradeaus, rechts. Na. Links. Geradeaus. Wird schon wieder links sein. Ey, Alter, jetzt ist auch mal gut. Aber ich kann es nicht lassen, ich muss trotzdem irgendwie mal glotzen. Chris hat das Kettos wirklich in sein Herd geschlossen. Olle Kettos. Ist das eine Anlehnung an irgendein DOS-System? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe so wenig Spiele heutzutage, die noch auf DOS-Programm laufen. Ich muss da zum Beispiel an Digger denken. Das war irgendwie auch ein ganz lustiges Spiel. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand von euch Digger noch kennt. Da musst du halt immer so durch. Naja, du bist halt so ein Typ. Also, ich weiß, Maulwurf ist es, glaube ich, nicht. Und du musst halt durch so Sand und. Okay. Musst am Ende irgendwie immer so den Kristall einsammeln oder sowas, wartet. Und natürlich fällt der Sand so, dass er dich zerquetschen kann. Oder da sind dann halt auch so Steine und. Fand ich ziemlich geil damals und da musst du auch wirklich ein bisschen überlegen. Okay. Cool. Digger. Nee, hat halt ein damaliger bester Kumpel, hatte da halt schon einen PC mit DOS. Ich hatte ja recht spät erst einen PC. Ich glaube mit 5 oder 6. Und da haben wir dann immer Digger gezockt. Weil mein Vater immer PCs hatte aufgrund von der Arbeit und... Dann hat er die immer meine Wenigkeit weitergegeben und. Pole Dance. Klingt vielleicht sehr krass, mit 5 oder 6 Stunden einen PC zu haben, aber. Wenn es sich anbietet. Ich hab's überlebt, muss ich sagen. Und hab dann ja irgendwann Lernspiele. Also, ich habe am Anfang eigentlich nur Lernspiele gespielt. Das hat mir in der Schule wirklich sehr, sehr geholfen. PC Champion, ja, bitte damals.
Mal Löwenzahn habe ich dann irgendwann auch mal gespielt und so ein Quatsch. Und mit meinem Papi immer zusammen habe ich gespielt. Das war immer schön. Der Rechner, der damals bei uns stand, ich weiß noch, der hat 8 MB RAM ja, und 72 MHz. Tomb Raider 1 lief, ja. Das ging. Aber bei Tomb Raider 2, da hat er gekämpft. Ja, das hat er schon. Ja. Man hat es trotzdem gespielt. Bei mir war Tomb Raider 3, wo er gekämpft hat. Braucht irgendwie 266 MHz und meiner hat irgendwie nur knapp an der 200. Eieiei. Ich meine, überlegt euch das doch mal. Ja. 8 MB RAM. Jetzt hast du 8 GB RAM und mehr. Und mehr, ja. Also das ist einfach nur krass. Und das ist echt noch nicht so lange her, eigentlich, ne? Wie lange hatten denn die PlayStation 2 Memory Cards? Die hatten auch nur 8. Wie viel hatten die? 8 MB? Ja, auch 8 MB, glaube ich. 8 das MB. Ist auch, ne? Ja, 8 MB. MB zeig ich schon, MB. Das ist auch nicht viel. Hm? Geradeaus? Achso. Na! Ey, ich hab wirklich gedacht, dass das immer so ein bisschen dasselbe ist, aber... Nochmal, geradeaus. Rechts? Geradeaus? Geradeaus. Geradeaus? Links. Genau. Okay, jetzt stand ich gerade kurz auf dem Stauch. 961, Mann. Eieiei. Warte nun. Diese scheiß Räume kamen jetzt ziemlich oft bis jetzt. Jetzt kommen bestimmt... Part. Ja, bei jedem Raum jetzt nochmal der Gegner. Jeder Gegner. Hinter uns her sind es alle. Wir haben jetzt auch seit der Mermaid, also nach diesem Wasservieh, auch kein Monster mehr gehabt. Nee. Oder wir haben einfach nur Glück. Das kann auch sein. Ja. Also solltet ihr das Spiel spielen und hier Monster haben, dann, wie gesagt, wir hatten ja auch wirklich sehr viel Unglück gehabt. Zwischenzeitlich. Der 970 schon gleich. Krasse Kacke. Wow. Alter. Bin so gespannt, ey. Wir haben es gleich geschafft. Aber ich will mich mal noch nicht zu früh freuen. Wer weiß, was uns da erwartet. Was die Ische uns da noch, die Spooky, für uns bereithält. Ich glaube, man kann sogar irgendwie irgendwas mit dem Soundtrack. Ich glaube, der ist zwar kostenpflichtig, aber ich frage mich, was das für ein Soundtrack sein soll. Vor allem, das Spiel ist kostenlos, aber der Soundtrack ist kostenlos. Naja, irgendwie müssen sie auch Geld verdienen, wenn ein bisschen, ne? Und irgendwas von einem DLC habe ich noch gelesen, aber... Hey, sehr nice. Gut! Läuft! Oh, Poland's Bar hier schon wieder. Oh, der Raum ist wirklich am beschissensten. Ja, ja. Gerade ja. Wenn du verfolgt wirst. Oh Mann. Kommen dem Ziel immer näher. Ja. Oh, ich bin richtig gespannt und nervös. Das klingt einfach nur überhaupt gar nicht gut, ne? Wer ist denn das? Nein! Das war so klar. Ausgerechnet. Es war sogar ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Ausgerechnet Titvieh muss uns jetzt hier am Ende nochmal. Ganz ruhig. Auf den Sack gehen. Machst du sehr gut. Sag doch, dass jetzt nochmal alle kommen. Das klingt gerade nach allem. Das ist die Spinne. Oh Gott. Bitte nicht die Spinne. Grüße. Ist der Puppenspieler? Nee. Ich bin gerade ein bisschen... Mach, kommentiert das hier. Ich bin schon bei 994, 95. What? Was kommt bitte jetzt, dass man hier speichern muss? Häng in der, oh, Hang in der und kein Zettel mehr. Schon vermisst. Whoa. Better, what? Ingredients. Ingredients, better pasta, that's the power of the Home Depot. Verstehe ich nicht, was das sein soll. Sieht sehr creepy aus. Ja. Better pasta? Ich würde sagen, ich bin zu gespannt jetzt. Ich will das gar nicht lange hinauszögern. Nee, wir gehen einfach weiter. Auf in die letzten 5 Räume. Ich bin sau gespannt, was die für uns bereithalten. Trinken wir vor. Du, wir verzweifeln jetzt richtig, hängt das Gefühl. Speichert habe ich gut. Ich hoffe wirklich, wir brauchen jetzt für die 5 Räume nicht noch 2 Parts, also jetzt noch eben. Ich traut uns zu, ehrlich gesagt. Ich uns auch. Und auch dem Spiel. 996. Naja, jetzt wird im Raum 1000 dann wahrscheinlich eben der Shit auf uns warten.
98. Oh, oh. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Mann! Oh, so eine Scheiße auch. Mann, oh Mann, oh Mann. War das Haus-Layout noch mal jemals 999! Oh! Kannst du was drücken? Sag doch. What? Mit den Einhörnern? Das war ganz toll. Was ist da denn los? Ja, das soll uns jetzt wahrscheinlich weismachen, dass wir es geschafft haben. Ja, kannst du dich hier bewegen? Tatsächlich. Das Paradies! Oh Mann! Das wird gleich so... ekelhaft werden. Ekelhaft werden. Das ist so Happy Tree Friends. Mr. Sky Fatal Error? Well, you made it. What? Congratulations, I guess. So now you must pass one final test to prove your fortitude or dedication. Ja, lass ihn noch schnell irgendwann einfallen. Warte, das ist auch geil. Ist das mit Absicht? So, das Konfetti da stand, da ist eine Tür. Noch einen letzten Test? Ist auch gar nicht creepy, ne? Von denen kann ich rennen. Du kannst nicht rennen? Nee. 731. Ja, das ist das Vieh von vorhin, was ich meinte. Das ist das Ding tatsächlich. Was ist das denn? Was? Alter. Müssen wir gegen den kämpfen? Ja, das ist ein Bosskampf. Pass auf die Löcher, müssen wir aufpassen. What? Oh. Alter, Dude. Wir haben nur kein Stamina, sonst ist halt cool. Warte, wir haben einen Bosskampf. Alter! Wer muss noch drüber lustig gemacht am Anfang? Alter, creepy. Oh, 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 warte, rechts. Das ist die Hand. Was für ein Das machst du sehr gut, Chris. Go, go, go. Ja, aber wir müssen ja irgendwie... Erleg den Boss. Muss uns ja irgendwie Ach so, auch mal... wir müssen ja mal den Boss, ja, tatsächlich. Ja. Überlege, ob man vielleicht diese Dinger zurückballern kann. Ach so. Aber mit einer Axt... Feuerbälle zurückschmeißen ist wirklich nicht so. Oder hier, kann man hier was kaputt machen? Nee, ne? An den Teilen? Nee, das sind nur. Wir können ja halt nicht ewig wegrennen, so meine ich, ne? Ja. Huh! Tja, ist jetzt die Frage, ja, wie können wir das Vieh angreifen? Mal versuchen. Ja, sehr gut, sehr gut! Sehr gut und auf da! Yo! Das ist ja wie Zelda, ey! Geilo! Ach, ist das schön, ey! Mit einer Axt Feuerwelle zurückballern, ey! Das ist natürlich echt nice! Okay, das schaffen wir, das wird. Ja, so Leben verlieren wir nicht wirklich. Naja, war ich ja auch ganz gut aus bis jetzt. Ja, ja, das hast du wirklich drauf. Das ist eigentlich der Oldschool-Gamer hier.
Boah! Sag mich tot, ey. Hack and Slay of Doom. Das Geräusch. Okay, also es läuft, Leute. Das ist richtig schön oldschool, muss ich sagen. Aber richtig, als Kind hätte ich mir so richtig schön eine Hose gemacht, muss ich sagen. Bist du die Hand? Ich finde geil trotzdem, dass sie halt echt nochmal so einen richtigen Kampf einbauen. Ja. Ah, langsam müsst ihr doch mal... Oh Gott. Ich hoffe, der lässt sich nicht noch neue Attacken einfallen. Nee, ich hoffe auch nicht. Die reichen noch. Jetzt kommt wieder die Hand wahrscheinlich, genau. Die dann hat mich auch so von der... Oh. Ist alle zusammen, oder wie? Sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen was verloren. Alle, Dude? Ja, jetzt macht er alle so ein bisschen gleichzeitig. Okay, aber hier haben wir ein bisschen die Gelegenheit, uns aufzuladen. Jetzt stirb doch hart, mal! Wird hart, jetzt stirb wird doch hart. Mal! Ja, mit der Hand ist halt echt scheiße hier. Macht die was, die Hand? Hält die dich fest? Oder? Nee, nee. So fing den Viecher. Die waren noch nicht bei dir dran, also du kannst dich auch gerne auf den Ball konzentrieren. Oh Gott. Pass auf, mach lieber bei. Sind wir jetzt? Nee, wir sind nicht tot. Ich glaube, ich hab es. Hast du es? Well, you died. What? In a pretty tragic way, too. Just tragic enough for you to become a ghost. Good job, by the way, making it this far. So buckle up, soldier, because now I finally think we have enough troops to invade. Gut. Sind's ein Geist? Ist das jetzt der Kanon hier gerade? Nee, ich dachte schon. The time has come, my loyal troops. Kannst du dich umdrehen? No longer shall we be called cute or adorable. No longer will we be disregarded and ignored. Alter, die will hier irgend so ein Imperium aufbauen. We are the most feared army in the world. Ach, da unten. Was ist hier los? Did you really think it was going to end seriously? What? Akuma Kira? Okay. Bist du jetzt zwei Leute? Alter, das war richtig knapp, Alter. Ich hab's. Ja. Oh, drei Leute? Also, am Ende sind wir nicht rausgekommen, sondern sind halt ein Geist geworden, sind doch gestorben. All die Mühe für nichts. Weil sie halt eine Army wollte, eine Geister-Army. Alter, ist das laut. Auf jeden Fall nochmal. Achso, stimmt, das kann man ja machen. Hey, das geht. Gar nicht mehr dran. Special thanks. Was? PewDiePie? Was, PewDiePie? Mark Pierlee? Markiplier? Game Grumps? Die kenne ich. Die Game Grumps kenne ich. Ja, Markiplier und PewDiePie. Ja, also vom. Also aber große... Game Grumps, der eine, da ist ein Vogel. Der ist voll cool, der Vogel. Das ist ja geil, hat der da irgendwie jetzt mitgewirkt? Vielleicht, oder vielleicht, ja, vielleicht haben sie das gespielt als Beta oder so. Guck mal! Oh, geil! Wir haben die 1000 Räume geschafft. Ach Gott, ist das süß. Oh, aber ganz ehrlich, der Bosskampf, also das erinnert schon so an andere Sachen, wo Bosskämpfe auch nicht so einfach waren. Wo man sich schon mal was abgebrochen hat. Krass. Um den halt zu schaffen und da sind wir wieder im Screen, wo wir angefangen haben. Ja! Geil! Erstmal. Ich wollte mal kurz sagen, drei Leute haben das gemacht. Drei Leute. Ja, richtig geil. Also, um jetzt erstmal kurz zu sagen, erstmal geil, dass wir das durchgezogen haben. Ja, Wir haben endlich mal wieder zusammen ein Projekt beendet. Ja. Ist schön. War doch auch länger, als ich dachte. Ich meine, was haben wir jetzt, 11 oder 12 Parts?
12, glaube ich, müsste der 12. 12. sein. Glaube ich, ja. Und somit seid ihr ja bis hierhin jetzt fast 2 Wochen beschäftigt gewesen. Und das ist geil. Und das freut mich erstmal. So. Ja, mich auch. Danke. Auch wenn ich mich immer noch nicht freuen darf, aber sonst ist alles gut. Ja, übertreibe nicht. Ja. Okay. Jetzt durftest du mal ganz kurz, okay, okay. Aber okay. Immer mit der Ruhe. Sternschnuppennacht ist ja heute auch noch. Ja, aber es ist schön bewölkt bei aber uns. Aber bei uns ist jetzt natürlich die ganze Zeit ist es geiles Wetter, ja. Blauer Himmel. Jetzt ist bewölkt. Super. Naja, mal gucken. Kommen wir nun zum Spielfazit mal ganz kurz. Ich meine, so viel kann man dazu ja jetzt nicht sagen. Wir haben ja auch eigentlich schon im Let's Play viel dazu gesagt. Es ist einfach cool. Also es ist kostenfrei. Holtet euch auf jeden Fall auch mal. Versucht auch mal durchzuballern. Und ja, ich find's halt faszinierend. Eigentlich zeigt das Spiel in seiner Einfachheit. Einfachness. Wie man eine Atmosphäre rüberbringen kann. Und ja, es ist nicht Silvester. Da ist wohl eine Sternschnuppe genau hier runtergekracht, ey. Ja, also. Ey, jetzt so ein Böller hier, die dreht wieder völlig frei. Entschuldigung, muss ich mir gerade vorstellen, wie so eine Sternschnuppe. Ja, okay. Ja, und wie es halt einfach zeigt, ja, dass man durch ganz einfache Grafik und Melodie und ein paar Jumpscares und ein bisschen Atmosphäre halt ein gutes Spiel machen kann. Ich meine, jetzt wirklich eine große Story hat es jetzt nicht gehabt, aber hey, es hat ein paar Zettel gehabt und die waren noch interessant. Die waren noch gut geschrieben, so von der Sache her. Und ich finde es halt verdammt faszinierend, sowas, dass man das durch so eine Kleinheiten eigentlich macht, so ein Spiel aus und alles, was immer noch dann so groß drumherum ist, ist eigentlich immer nur noch so ein Extra, den man eigentlich bekommt, was das Spiel immer noch besser und schöner und toller macht eigentlich. Ja, aber ich fand, die haben sich ja doch auch immer Geschichten zu den Monstern, zu den Orten, wo man denn war und so einfallen lassen. Und ja, cool. Also da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ist einfach wirklich ein nettes Spiel. Und ja. Wir hatten sogar ein bisschen Schiss halt, weil ich nicht gedacht hätte. Ja, das stimmt. Man fängt ja wirklich an, dann diese lustigen Viecher da so als Holzdinger da, also diese Holzdinger, die sind so diese Jumpscares halt hervorgerufen haben. Und ja, und am Ende wurde das echt ein bisschen, what's going on hier, weißt du? Also es ist echt krass. Und mir hat's gefallen. Und ich hoffe, euch hat auch das Projekt gefallen, uns dabei zuzuschauen, hat euch hoffentlich auch gefallen. Und ja. Wir hoffen, dass wir auch zeitnah da wieder was Neues haben, ja. In dieser Konstellation. Also am tollsten natürlich Outlast 2, aber ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen drauf warten. Outlast. Obwohl ich ja jemand bin, der sehr drauf spekuliert, weil ich habe, wenn man manchmal so ein bisschen beobachtet bei Facebook, die posten mir manchmal zu viel, die guten Leute von Red Barrel. Und das hat manchmal ist das ja so eine Masche, dass man dann auf einmal was raushaut und dann... Ja, die machen ihn dann schon so ein bisschen heiß. Ein bisschen heiß machen sie einen schon. Und das wäre natürlich der Oberkracher. Also da lassen wir auch alt stehen und liegen. Was wir gerade haben. Und rennen an den PC und werden das spielen. Und bis dahin gucken wir mal noch so, was es da so Schönes noch gibt auf dem Markt. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, na dann macht mal bitte. Da sagen wir natürlich nicht nein. Ja, genau. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Schreibt mal wirklich ein paar coole so Indie-Games rein und dann unten in die Kommentare. Weil das wäre ziemlich geil, weil wir halt tatsächlich nicht so richtig wissen, was wir sonst spielen sollen. Weil momentan ist da halt auch einfach nicht so viel und nun wollen wir auch jetzt nicht Unmengen ausgeben an Geld irgendwie für so ein richtiges Vollpreistitel. Ja, also wir haben da so ein, zwei Sachen im Blick, aber es ist halt immer schwer dann zu sagen, ja, das nehmen wir jetzt und dann kann es vielleicht auch total kacke sein oder dann gefällt es euch nicht. Also wäre vielleicht cool, wenn ihr dann wirklich sagt, hier Mensch, könnt ihr euch das mal das und das angucken. Ja, wir haben uns überlegt, Among the Sleep eventuell zu machen. Ich glaube, so hieß das mit so einem kleinen so, Kind. Wenn man so als Baby so ist, aber das ist ja... Ob es aber jetzt so gut ist, was. Kostet ist halt auch wieder 20 Euro oder so und ist glaube ich auch nicht so lang. Wissen wir auch nicht, ob das jetzt so gut ist. Also, dann müssen wir uns mal schlau machen. Auf jeden Fall versuchen wir da zeitnah auch wieder was zu starten. Und ja, auf jeden Fall. Nicht wieder so lange warten. Ja, nee, das war scheiße. Auf jeden Fall. Ja. Okay, gut. Beenden wir die Sache an dieser Stelle und wünschen euch noch fröhliche und schöne Träume. Ja. Und ganz viele Sternschnuppen wünschen wir. Ganz viele Sternschnuppen. Ich meine, gut, jetzt, wenn ihr das jetzt hier seht, ist dann das ist es schon längst vorbei. Aber trotzdem wünschen wir euch ganz viele Sternschnuppen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Grafik.lp.